Ist sie ihr oder hat? Er ist ihr begegnet. Er hat sie getroffen. Er ist ihr begegnet. Er hat sie getroffen. Wenn Sätze bestellt werden, geliefert werden. Wenn es bestellt werden würde, würde es geliefert werden. Wenn es bestellt worden wäre, wäre es geliefert worden. Wenn Sätze sein, liefern können. Wenn es nicht verfügbar wäre, könnten wir es nicht liefern. Wenn es nicht verfügbar gewesen wäre, hätten wir es nicht liefern können. Wenn Sätze haben, machen. Wenn wir mehr Kunden hätten, würden wir mehr Umsatz machen. Wenn wir mehr Kunden gehabt hätten, hätten wir mehr Umsatz gemacht. Konjunktiv 2. Er hätte schicken müssen. Er hätte schicken dürfen. Er hätte schicken können. Sie hätte schicken sollen. Sie hätte schicken wollen. Sie hätte schicken lassen. Es wäre geschickt worden. Konjunktiv 2 suchen. Er hätte suchen müssen. Sie hätte suchen dürfen. Er hätte suchen können. Sie hätte suchen sollen. Man hätte suchen wollen. Er hätte suchen lassen. Sie wäre gesucht worden. Konjunktiv 2, anrufen plus Modalverb. Er hätte anrufen müssen. Er hätte anrufen dürfen. Er hätte anrufen können. Sie hätte anrufen sollen. Sie hätte anrufen wollen. Sie hätte anrufen lassen. Es wäre angerufen worden. Konjunktiv 2 mit sagen. Er hätte sagen müssen. Sie hätte sagen dürfen. Er hätte sagen können. Sie hätte sagen sollen. Er hätte sagen wollen. Sie hätte sagen lassen.
Es wäre gesagt worden. Futur. Ich werde gehen. Du wirst gehen. Er sie es wird gehen. Wir werden gehen. Ihr werdet gehen. Sie werden gehen. Futur. Ich werde kommen. Du wirst kommen. Er sie es wird kommen. Wir werden kommen. Ihr werdet kommen. Sie werden kommen. Modalverben können. Ich kann helfen. Du kannst helfen. Er sie es kann helfen. Wir können helfen. Ihr könnt helfen. Sie oder sie können helfen. Können. Ich kann erklären. Du kannst erklären. Er sie es kann erklären. Wir können erklären. Ihr könnt erklären. Sie können erklären. Die, den, dem oder der. Ich sitze auf dem Platz. Wo? Ich setze mich auf den Platz. Wohin? Ich sitze auf dem Platz. Wo? Ich setze mich auf den Platz. Wohin? Konjunktiv 2. Er hätte schicken müssen. Er hätte schicken dürfen. Er hätte schicken können. Sie hätte schicken sollen. Sie hätte schicken wollen. Sie hätte schicken lassen. Es wäre geschickt worden. Konjunktiv 2. Suchen. Er hätte suchen müssen. Sie hätte suchen dürfen. Er hätte suchen können. Sie hätte suchen sollen. Man hätte suchen wollen. Er hätte suchen lassen. Sie wäre gesucht worden. Konjunktiv 2, anrufen plus Modalverb. Er hätte anrufen müssen. Er hätte anrufen dürfen. Er hätte anrufen können. Sie hätte anrufen sollen. Sie hätte anrufen wollen. Sie hätte anrufen lassen.
Es wäre angerufen worden. Konjunktiv 2. Sehen. Er hätte sehen müssen. Er hätte sehen dürfen. Er hätte sehen können. Er hätte sehen sollen. Er hätte sehen wollen. Sie hätte sehen lassen. Sie wäre gesehen worden. Wie, was, wann, wo oder wer? Wer ist dieser Mann, José? Wo lebt sie jetzt? In Berlin. Wann kommst du zurück? Um 9 Uhr. Wie heißt sie? Lisa. Was machst du gerade? Nichts. Wie, was, wann, wo oder wen? Wie heißt dieser Typ? Alex. Wo wohnt ihr? In Singapur. Bis wann arbeitest du? Bis 9 Uhr. Wen stört das? Mich. Was ärgert dich? Schlechtes Wetter. Wen oder wem? Wem gehört das? Mir. Wen liebst du? Euch alle. In wen bist du verliebt? In dich. Wem gefällt das? Mir. Wen betrifft das? Uns alle. Präpositionen. Ich komme aus Rom. Ich bin in Madrid. Ich fliege auf die Philippinen. Ich komme aus dem Oman. Ich bin in der Schweiz. Ich fahre nach Hause. Ich komme aus Bulgarien. Ich bin in Peru. Ich fliege nach Kanada. Präpositionen. Ich komme aus Portugal. Ich bin in Spanien. Ich fahre nach Italien. Ich komme aus der Türkei. Ich bin in Kroatien.
Ich fahre nach Albanien. Ich komme aus Griechenland. Ich bin im Kosovo. Ich fahre nach Frankreich. Präpositionen. Ich komme vom Einkaufen. Ich bin beim Essen. Ich gehe ins Bett. Ich komme vom Schwimmen. Ich bin bei Freunden. Ich gehe in die oder zur Garage. Ich komme vom Arbeiten. Ich bin auf dem Weg. Ich gehe zum Tanzen. Präpositionen. Ich komme aus dem Irak. Ich bin im Iran. Ich fliege in die USA. Ich komme aus der Türkei. Ich bin in der Ukraine. Ich fahre in die Schweiz. Ich komme aus Belgien. Ich bin in Brasilien. Ich fliege nach Australien. Mir, Ihnen, davon oder damit. Ich muss Ihnen davon berichten, was mir gestern passiert ist. Ich muss Ihnen davon berichten, was mir gestern passiert ist. Können. Ich kann erklären, du kannst erklären, er sie es kann erklären, wir können erklären, ihr könnt erklären, sie können erklären. Mich, diesen, auf oder damit. Ich beziehe mich, damit, auf diesen Zwischenfall. Ich beziehe mich damit auf diesen Zwischenfall. Sich wird dadurch und daran. Daran oder dadurch ändert
sich nichts. Es wird so bleiben. Daran oder dadurch ändert sich nichts. Es wird so bleiben. Die, den, dem oder der. Ich sitze auf dem Platz. Wo? Ich setze mich auf den Platz. Wohin? Ich sitze auf dem Platz. Wo? Ich setze mich auf den Platz. Wohin? Mir, mich, darüber oder daran. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich sie kennengelernt habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich sie kennengelernt habe. Pronomen. Schmeckt es mir? Schmeckt es dir? Schmeckt es ihm? Schmeckt es ihr? Schmeckt es ihm? Schmeckt es uns? Schmeckt es euch? Schmeckt es ihnen? Schmeckt es ihnen? Pronomen im Dativ. Wie gefällt es mir? Wie gefällt es dir? Wie gefällt es ihm? Wie gefällt es ihr? Wie gefällt es ihm? Wie gefällt es uns? Wie gefällt es euch? Wie gefällt es ihnen? Wie gefällt es ihnen? Konjunktiv 2, sehen. Er hätte sehen müssen. Er hätte sehen dürfen. Er hätte sehen können. Er hätte sehen sollen. Er hätte sehen wollen. Sie hätte sehen lassen. Sie wäre gesehen worden. Wie, was, wann, wo oder wen? Wie heißt dieser Typ? Alex. Wo wohnt ihr? In Singapur. Bis wann arbeitest du? Bis 9 Uhr. Wen stört das? Mich. Was ärgert dich? Schlechtes Wetter. Wen oder wem? Wem gehört das? Mir. Wen liebst du? Euch alle. In wen bist du verliebt? In dich. Wem gefällt das? Mir. Wen betrifft das? Uns alle.
Konjunktiv 2, suchen. Er hätte suchen müssen. Sie hätte suchen dürfen. Er hätte suchen können. Sie hätte suchen sollen. Man hätte suchen wollen. Er hätte suchen lassen. Sie wäre gesucht worden.